Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Frohe Ostern wünsche ich euch allen und gesegnete Ostern. Ostern ist so ein schönes Fest, nicht so überladen und überfrachtet wie Weihnachten. Und der Mensch schöpft neue Hoffnung. Wir sind ja schon heute früh gekommen hier und da ging gerade die Sonne auf und man sah, dass die Felder langsam vom Eise befreit werden, wie es im Osterspaziergang bei Goethe heißt, nicht? Und jetzt werden wir bald sehen, wie die Bäume ausschlagen werden. Passt mal auf. Und da wird man ans Leben erinnert. Aber das ist noch immer gar nicht richtig Ostern. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass hier vorne am Kreuz eine Blume angebracht ist. Das Holz ist 30 Jahre zuvor geschlagen worden. Die Kirche steht jetzt 25 Jahre. Und nehmt an, aus dem toten Holz, das 30 Jahre tot ist, kommt Leben, kommt eine Blume heraus. Jesus Christus war 3 Tage tot, mausetot. Und er ist herausgekommen, ins ewige Leben auferstanden. Das ist eine wunderbare, wunderbare Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte allen danken, die heute Morgen geholfen haben mit dem ersten Gottesdienst und mit dem Frühstück anschließend. Und ich möchte besonders jetzt danken denen, die heute hier singen im Gottesdienst. Wir haben sie alle aufgeführt und ihr könnt das dann selber durchlesen. Herzlichen Dank. In dieser Woche in der Johannesgemeinde haben wir an 2 Tagen Veranstaltungen. Am Dienstag kommen morgens die jungen Mütter zusammen und wollen eine Osternachfeier haben für sich. Dienstags morgens um 9.30 Uhr und abends um 8.30 Uhr ist Chorprobe. Und am Mittwochabend ist die Kirchenratssitzung um 7.30 Uhr. Und nun lasst uns beginnen mit dem ersten Lied, Nummer 79, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, 79. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn. Da wir hier miteinander versammelt sind, um die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zu feiern, so lasst uns zuvor unseres eigenen Todes gedenken und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und lass uns auferstehen zu einem neuen Leben in deinem Geist, dass wir jetzt mit reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott der Herr. Amen. Er ist auferstanden, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Gedenkt daran, wie er euch sagte, des Menschen Sohn muss gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sei Gott in der Höhe mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast durch den Tod deines Sohnes die Sünde und den Tod zunichte gemacht und durch seine Auferstehung Unschuld und ewiges Leben wiedergebracht, damit wir von der Gewalt des Bösen erlöst in deinem Reich leben. Schenke uns, dass wir solches von ganzem Herzen glauben und dich immer loben und dir danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vernehmet ein Wort Heiliger Schrift für den Ostersonntag, wie wir es aufgezeichnet finden in der Apostelgeschichte, im 10. Kapitel, die Verse 34 bis 43. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ihr wisset die Predigt, die Gott zu den Kindern Israels gesandt hat, als er verkünden ließ den Frieden durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle, und was da geschehen ist im ganzen jüdischen Land, und wie Gott angefangen hat in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, und diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles des, was er getan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen, nicht allem Volk, sondern uns, den von Gott vorerwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu bezeugen,
das er verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Soweit die erste Lesung. Und die, habe ich das jetzt? Und die Epistel finden wir im 1. Korintherbrief des Paulus im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet, wenn ihr es festgehalten habt, in welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe. Es wäre denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäret. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern und einmal von denen die meisten heute leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der nicht wert ist, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Hier endet die Epistel für den heutigen Sonntag. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. In Andacht das Evangelium für den heutigen Feiertag, wie es aufgeschrieben steht im Evangelium des Johannes im 20. Kapitel am Anfang. An dem ersten Tage der Woche kommt Maria Magdalena, früher, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus besonders lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grabe, schaut hinein und sieht die leinenen Binden gelegt, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Binden gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Binden gelegt, sondern beiseits zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häuptern und einen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen, weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria.
Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt, mein Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und solches hat er zu mir gesagt. Dies ist das Evangelium des Herrn. Lob sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sprach Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt mein Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sagt ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, am Karfreitag kam nach der Kirche eine Frau zu mir und hat was zur Predigt gesagt. Und hat gesagt, Herr Pastor, das sollten Sie nicht sagen, dass Gott gestorben ist, als Jesus gestorben ist. Denn Gott kann nicht sterben. Ich sage, aber er ist doch gestorben, Jesus ist doch gestorben. Ja, sagt sie. Es ist aber nur seine Menschheit gestorben, der Sohn der Maria ist gestorben, aber nach der Gottheit, der Sohn Gottes ist nicht gestorben. Denn bei der Definition, Gott kann nicht sterben. Nun, meine lieben Freunde, ich möchte das erklären. Denn wenn man richtig Ostern feiern will, dann muss man das verstehen. Wer definiert Gott? Ich kann etwa das Sonnenlicht definieren. Definieren heißt ja begrenzen und sagen, was es ist, eingrenzen, das heißt definieren. Und das Sonnenlicht, das hier reinscheint, das ist ein Licht, das von der Sonne ausgestrahlt wird. Das ist die Definition. Und wenn einer jetzt mit der Taschenlampe kommt und leuchtet mir ins Gesicht und sagt, das ist Sonnenlicht, das ist nicht wahr. Das ist von der Taschenlampe. Sonnenlicht wird von der Sonne ausgestrahlt. Wer aber wird Gott definieren? Kann man Gott auch beschreiben und in eine Box tun, in Grenzen und sagen, das kann Gott und das kann Gott nicht? Ist Gott nicht vielleicht ganz unendlich und wir können ihn ganz und gar nicht begreifen? Und so müsste es ja vielleicht sein, dass die Geschöpfe, die er geschaffen hat, ihn gar nicht begreifen können. Aber nun hat Gott sich selber begrenzt und begreifbar gemacht. Er hat sich selber definiert, er hat sich so begreifbar gemacht, dass ihn der alte Simeon konnte auf die Arme nehmen, als ein Baby. Gott hat sich so begrenzt, dass er in einer Krippe Platz hatte und dass man sagen konnte, Gott in den Windeln. Und nun hat Gott sich so uns offenbart, dass er gesagt, ihr sollt mich im Dreieck kennenlernen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und innerhalb dieser Grenzen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes geschieht Karfreitag und geschieht Ostern. Und da lernen wir und haben es vorher nicht gewusst, dass Gott offenbar auch sterben kann. Nun, wenn Gott stirbt, meine Brüder und Schwestern, dann müsste die ganze Welt ja stille stehen. Kein Vogel sollte mehr singen können, kein Blatt sich am Baum bewegen, kein Fluss mehr fließen. Es müsste sogar die Sonne ihren Schein verlieren, denn Gott, der Erhalter der Welt, der sie geschaffen hat und bis jetzt in Bewegung hält, ist tot.
Und etwas Ähnliches ist ja am Karfreitag auch geschehen. Es hat die Sonne ihren Schein verloren und die Erde hat gebebt. Nun, wenn da bloß der Sohn der Maria gestorben wäre, der Mensch Jesus, dann würde es wohl dauernd beben, denn alle Minute stirbt ein Mensch auf dieser Erde. Aber ist ja die Erde auch gleich wieder ruhig geworden und die Sonne hat wieder weiter geschienen nach kurzer Zeit. Und es war wohl ein Frieden über der Welt, aber das Leben ging nach dem Tode Gottes weiter. Und dann, tiefstes Geheimnis, Gott erweckt Gott, der Vater erweckt den Sohn und das geschieht in jenem Dreieck der Definition Gottes, dass Gott zu neuem Leben sich erweckt, als würde er sich selbst aufrappeln. Und man kann das gar nicht verstehen. Und man kann in dieser tiefen Wahrheit nur sagen, oh, welch ein Reichtum, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis und wie unausforschlich sind Gottes Wege. Hier, Brüder und Schwestern, kann man einfach nur anbeten. Sowas kann Gott. Er kann sterben, unseren Tod sterben und Gott kann lebendig werden und die Welt kann weitergehen. Und es wird Ostern und die Welt wird von nun an immer eine Osterwelt sein. Jesus hat jene Barriere durchgebrochen, vor der wir alle zurückschrecken und die kein Mensch überwinden kann. Jesus hat ein Tor in die dunkle Wand des Todes geschlagen und ist auferstanden ins ewige Leben hinein. Der Gottessohn und der Mariensohn ist auferstanden in die Ewigkeit rein. Und dann hören wir hier in unserem Festtagsevangelium von Maria und Jesus, Maria Magdalena am Grab. Eine sehr eindrückliche Ostergeschichte. Frühmorgens ist sie schon gekommen, da war es noch dunkel und hat ihn nicht gefunden, ist gleich heimgelaufen, hat es den Jüngern gesagt. Und die Jünger sind gerannt und nachher finden wir Maria Magdalena wieder vor dem Grab. Und das ist gar nicht das einzige Missverständnis, dass sie denkt, der Mann, der dahinter ihr steht und den sie so aus dem Augenwinkel sieht, das sei der Gärtner. Sie hat ja verweinte Augen gehabt und wer hätte denn gedacht, dass der Tote könnte da leben? Sie hat ihn nicht erkannt. Aber da kommt gleich noch ein zweites Missverständnis auf. Maria denkt, Jesus sei wieder zurückgekommen in das diesseitige Leben und jetzt könnte alles so weitergehen. Sie hatte ja erfahren, wie ihr eigener Bruder Lazarus war von den Toten auferweckt. Und nun denkt sie, so in dieser Art und Weise ist Jesus auch auferweckt worden. Sie ist vielleicht gar nicht einmal so überrascht, weil sie das mit Lazarus gerade erlebt hatte. Und denkt, jetzt geht es weiter und sie kann dem Herrn wieder dienen und kann vor ihm niederfallen. Das haben die Menschen oft gemacht, wenn sie ihn anbeten wollten, zu seinen Füßen hingekniet und seine Knie umgriffen. Aber es ist ein Missverständnis. Jesus ist ja nicht wieder in diese Welt auferstanden, sondern in die Ewigkeit auferstanden und ist jetzt in ewiger Herrlichkeit vor der Maria. Und um ihr das zu klar zu machen, sagt er, Noli me tangere, rühre mich nicht an. Damit sie aufwacht und weiß, es ist jetzt anders mit Jesus bestellt, er ist ja jetzt in Gottes Ewigkeit, er ist zwar hier bei mir, aber er ist nicht mehr der, den ich umarmen kann und den ich füttern kann und dem ich die Sachen wasche und was weiß ich. Rühre mich nicht an. Und dann sagt er, geh zu meinen Brüdern. Geh hin und sag ihnen, was passiert ist. Ich bin auf dem Wege zu meinem Vater ins Vaterhaus. Geh hin und sag ihnen das und ich will sie zuvor noch sehen. Ach, das muss ja unter das Volk. Das muss unter das Volk gebracht werden, dass einer die Barriere durchbrochen hat und ist ins ewige Leben hinein gelangt. Denn das hat unabsehbare Folgen für diese Welt. Sag es den Brüdern. Und dann werden die Brüder, die Jünger hingehen in alle Welt und das allem Volk verkündigen, dass der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden und dass der Tod
ein Loch in der Mauer hat, ein Tor, durch das die Heiligen Gottes einmarschieren können. Ach, meine Brüder und Schwestern, es werden so große Nachrichten immer verkündigt, da hat einer ein Medikament gefunden, das kann vielleicht bald MS kurieren. Multiple Sclerosis, nicht wahr? Oder einer hat wieder ein Medikament gefunden und in 2 Jahren soll es dann fertig ausprobiert sein, da kannst du Alzheimers wieder aufhalten und rückgängig machen. Was ist denn das? Das sind so kleine Remedies, die uns ein paar Jährchen dazugeben und ein paar Schmerzen lindern, ist ja ganz schön. Da werden Nachrichten verbreitet um den Erdball, dass da Wissenschaftler an einem Schaf herumoperiert haben und haben das Schaf geklont. Haben so einen Zwilling hergestellt kürzlich. Meine Brüder und Schwestern, die Nachricht von Ostern ist ganz viel unwahrscheinlicher. Die größte Nachricht, hier wird nicht eine kleine Remedie erfunden, hier wird ins ewige Leben hinein auferstanden, hier wird das Tor aufgemacht, durch das wir einziehen dürfen. Hier wird nicht an einem Schaf herumoperiert, hier wird der Sohn des Menschen, der Gottessohn, in den Himmel aufgeführt. Das ist die wunderbare große Nachricht. Und wir sind da gleich noch 2 weitere Osterzeugen. Wir sehen einen Wettlauf zwischen Petrus und Johannes, die beide zum Grab rennen, um zu sehen, was sich denn da nun zugetragen hat. Und der eine rennt schneller, der Johannes ist einige Jahre jünger und kommt zuerst an, aber er hat nicht die Guts, die der Petrus hat und geht doch nicht in das schaurige Grab hinein, aber der Petrus, der geht zuerst rein. Die beiden Jünger waren immer so ein bisschen Konkurrenten. Und was Sie da sehen im Grab, sind wieder für Sie wichtige Einzelheiten. Sie sehen da die Grabtücher, in die man den Leichnam gewickelt hatte, sorgfältig zusammengelegt auf einer Stelle und am anderen Ende der steinernen Bank. Da liegt das Schweißtuch Jesu, das man dem Toten über das Gesicht drückte. Das liegt da zusammengelegt. Und es heißt, da der Jünger solches sah, glaubte er. Ach, der Johannes, der ja das Evangelium geschrieben hat, der will ja wohl nicht sagen, dass er nun stolz ist auf seinen Glauben. Er weiß ganz genau, dem Glauben muss man sich schenken lassen. Die Auferstehung ist ein so großes Wunder, so eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit, dass wenn Gott unserer Schwachheit nicht aufhelfe, wir möchten es gar nicht glauben. Dass das tote Holz eine Blume hervorbringt. Dass der tote Leib aus dem Grab kommt, dass das Sterben in der Welt einmal aufhören könnte und Gott wieder neues Leben daraus bringt in die Ewigkeit hinein. Es nimmt Glauben und um den Glauben an Ostern muss man noch viel mehr beten als um den Glauben zu Weihnachten. Und nun, einige von euch werden sich erinnern, vorgestern am Karfreitag, da habe ich gepredigt, dass Jesus ja gekommen war, das Haus zu bauen für die Erlösung, das Vaterhaus. Und dass er am Kreuz die letzte Hand angelegt hat und dann sagt, jetzt ist es vollbracht. Wie so ein Finishing Carpenter, der den letzten Baseboard angenagelt hat und sagt, jetzt gehe ich nach Hause, das Haus ist fertig. Es ist vollbracht. Das ist Karfreitag. Und was ist denn nun Ostern? Ostern, meine lieben Freunde, ist dies, dass es heißt, jetzt geh hin und bestell den Möbelwagen. Das Haus ist fertig zum Einzug. Man kann einziehen in die Ewigkeit. Wie wird's sein, wenn in Zion wir ziehen ein? Wir werden sein wie die Träumenden und wie die Lachenden. Es ist Zeit einzuziehen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wisst ihr, was los ist? Das Haus der Erlösung wird von den allermeisten Christenmenschen wie so ein Showhome angesehen. So ein Dreamhome, wo wir doch nie das Ticket gewinnen. Aber es ist nicht so. Es ist für dich und für mich. Es ist finished. Und jetzt heißt es, geh hin und bestell deine Sachen und mach dich fertig. Es ist Zeit zum Einziehen. Bald werden wir da sein. Mach dich fertig. Geh und bestell den Möbelwagen.
Ihr wisst ja, wenn man ein Haus gekauft hat, dann kann man nicht gleich den nächsten Tag schon einziehen. Man muss erst so einiges packen und alten Junk rausschmeißen, nicht wahr? Und dann muss man noch die Movers anrufen und Edi, kommen, die versetzen dich dann wieder 3 Wochen. Und so schnell geht das ja auch nicht. Aber was man doch macht, wenn man ein neues Haus gekauft hat, ich glaube, jeden Abend, da nimmt man seine Frau unter den Arm und geht hin und guckt sich das nochmal an und sagt, hier kommt das Sofa hin und da kommt der Tisch. Und nee, sagt sie, das bestimme ich, denn das ist der Living Room und du kannst im Keller da nachgucken, wo du deine Werkstatt einbaust oder gar in der Garage. Und man ist so excited darüber, so gespannt, dass man immer wieder hinschaut und immer wieder wissen will. Ja, Brüder und Schwestern, noch können wir ja nicht ganz einziehen. Wir sind ja noch hier und wir haben auch noch so viel zu tun. Wir haben noch so viel alten Junk in unserem Leben, den wir erstmal rausschmeißen müssen. Der kann nicht mit einziehen. Aber wir haben auch viele gute Sachen, die wir einzupacken haben. Wertvolle Sachen, das Wertvollste, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, die wir mitnehmen dürfen, wenn wir einziehen werden an jenem traumhaften Tag, wenn die Heiligen marschieren werden. Und nun ist die Frage, hat Ostern denn nur eine jenseitige Bedeutung, dass wir einmal und dann, wird nur Ostern dann wichtig sein, hat es hier in dieser Welt gar nichts zu sagen? Nun, ich möchte eine Behauptung aufstellen, ich möchte sagen, es gibt nichts in der Welt, weder im Bereich der Wissenschaft, noch im Bereich der Familie, noch im Bereich der Politik, was wichtiger wäre und einen größeren Einfluss hätte auf unser Leben hier und jetzt als der Glaube an die Auferstehung. Nichts Wichtigeres. Und ich muss das beweisen. Und um das euch zu beweisen, ist es am besten, euch zu zeigen, was die Welt geworden ist ohne den Glauben an die Auferstehung. Wir sind ja Teil der westlichen Welt. Und die westliche Welt hat vor 200 Jahren angefangen, den Glauben an die Auferstehung zu verlieren. Aufklärung, französische Revolution, Weltkriege, ein millionenfaches Sterben und ein Materialismus ohnegleichen. Wir sind ein Geschlecht geworden, das das Leben nur noch kennt von seiner kurzen Phase, wo ein Mensch gesund und jung ist. Und selbst alte Menschen wollen noch jung aussehen, denn wenn man nicht jung ist, dann ist das nichts mehr wert. Und man möchte auch nur 1 oder 2 Kinder haben. Denn wenn du mehr hast, dann kannst du denen nicht bieten. Du kannst nicht 3 zum Hockey fahren. Das wird dir zu teuer. Oh Brüder und Schwestern, wenn man den Glauben an die Auferstehung verloren hat, dann sieht es böse aus. Dann ist es so, dass die Rate der Abtreibungen höher sein wird als die Rate der Geburten. Dann wird es sein, dass Menschen sagen, oh Schreck, ist schon wieder ein Kind. Und werden sich nicht freuen, dass hier ein Mensch geboren werden kann, der darf einziehen in die Ewigkeit, denn sein Erlöser hat es längst vollbracht. Und ist auferstanden in die Ewigkeit hinein, hat uns allen das Tor aufgemacht, dass auch wir mit ihm in die Ewigkeit einziehen werden. Ja, wir sind ein Geschlecht geworden, das den Osterglauben so verloren hat, dass man mehr liest über die Traurigkeit als über die Freude. Dass man oft hört, da sei einer, der habe Selbstmord gemacht. Oder dass man hört, da sei eine ganze Gruppe von Menschen, die haben Selbstmord gemacht, weil sie diese Welt nicht mehr leiden könnten. Wenn man aber an die Auferstehung glaubt, wie müsste das anders werden? Und schaut die Alten an. Man hat den Alten nur noch eine Sorge, dass man sie irgendwo unterbringt. Kennt ihr nicht noch, dass man sagt, die Elders oder die Kirchenältesten? Und das waren ja wirklich die Ältesten. In China ist das heute noch so, dass die Weisheit des Alters geehrt wird und emporgehoben, dass sie noch zu bestimmen haben, denn sie haben mehr Erfahrung und mehr geleistet und schämen sich nicht,
dass sie jetzt auf ihrem Gesicht und an ihrem Körper die Spuren der Jahre tragen, die sie hier schon leben dürfen. Ach, was müsste es sein, wie müsste unsere Welt sich verändern, wenn das erst wieder kommt, dass wir an Ostern glauben, an die Auferstehung und das Leben, dass wir alle sein werden wie die Träumenden und wie die Lachenden. Wie wird das dann sein, wenn wir sorgfältig einpacken? Freude um Freude und Vorfreude, dass wir das mitnehmen und wichtig nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Und dass wir dann unseren Glauben weitergeben an die Kinder und sagen, Kinder sind ein Geschenk des Herrn und eine Gabe des Höchsten, denn auch sie sind ja zur Ewigkeit geboren. Und wie werden wir dann eine Gesellschaft werden, in der man wieder glücklich ist, wenn es Alte gibt, die man besuchen kann, mit denen man reden kann? Denn es sind ja Leute, die bald einziehen werden. Leute, die sich schon ausmalen, wie es sein wird. Dann wird man ihren Rat hören und wenn sie dann heimgerufen worden sind, dann wird man ihren Geburtstag ganz vergessen, aber wird ihren Todestag feiern mit Freuden und Lobgesang. Denn es sind Menschen, die haben es geschafft, eingegangen durch das Tor des Lebens. Nicht mehr sich zerschlagen, den Kopf eingerammelt an der dunklen Wand des Todes, sondern eingezogen mit all den Heiligen Gottes. Dass Gott uns solchen Osterglauben schenke, ist mein Gebet heute für euch. Amen. Lasst uns dann beten. Ewiger Gott, allmächtiger Vater, wir danken und loben dich, dass du so wunderbar bist, dass du sterben und auferstehen kannst und hast unsere Menschheit mit hindurchgezogen durch jenes Tor, das Jesus Christus gebrochen hat. Und nun, Herr, schenke uns den Glauben, den der Johannes gehabt hat und zu dem Maria Magdalena gekommen ist. Lass uns jedes Menschenleben wieder ganz wichtig werden. Herr, lass uns dankbar sein denen, die uns das Leben geschenkt haben. Und lass uns jedes neue Leben mit Danksagung begrüßen. Auch das, was uns krank scheint und nicht recht lebenswert, o Gott, lass es uns sehen wie die Blume, die doch aufbrechen wird in der Ewigkeit und wird blühen in deinem Paradiesgärtchen. Wir bitten dich heute, du möchtest die Regierungen überall leiten und führen, dass sie dem Leben dienen. Besonders auch die Konzerne dieser Welt, die das Wirtschaftsgefüge lenken und regieren. Dass sie nicht ans Diesseits gebunden sind, sondern wissen, dass sie deine Güter verwalten. Und dass wir vieles gar nicht mitnehmen können, wenn wir umziehen werden in deine Welt. O Herr, lass deine Engel unsere Gepäckträger sein, dass sie von uns nehmen den Glauben und die Liebe und die Hoffnung, dass wir selbst wie auf Flügeln getragen heimkommen werden. O Gott, schenke uns den Glauben der Auferstehung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihr mögt Platz nehmen. Und wir singen nun, erst kommt der Ostergruß. Der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Christos was Christ. Kann einer antworten? Christos was Christ. Ja.
Okay, und wir singen jetzt das Lied Nummer 86, auf mein Herz mit Freuden und nehmen das Opfer ein. Uns anbeten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dich, heiliger, allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, beten wir an von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja.